Dank für diese herzliche, für diese freundliche Vorstellung. Also es ist wirklich eine Ehre für mich, dass ich vor Ihnen etwas über die slowenische Geschichte erzählen kann, etwas über den slowenischen Protestantismus darstellen kann. Und zunächst einmal muss ich mich doch ein wenig, also mein Deutsch ist nicht sehr gut, so wenn ich den roten Faden verlieren werde, oder damit ich den roten Faden nicht verlieren werde, werde ich an diesem Rednerpult sozusagen kleben und werde mehr oder weniger lesen. Also zunächst einmal möchte ich, das könnte vielleicht für die Studierenden interessant sein, etwas über die Literatur, über den slowenischen Protestantismus in der deutschen Sprache, die in der deutschen Sprache erschienen ist, reden. Also es gibt zwei einführende Werke. Das erste Werk ist Peter Stig, Vasco Simoniti, Peter Rodopiers, Slowenische Geschichte, Gesellschaft, Politik, Kultur, erschienen in Graz in 2008. Und den Abschnitt über die frühe Neuzeit hat Professor Vasco Simoniti geschrieben. Und das ist eine sehr gute Einführung in die Problematik des Protestantismus im slowenischen Raum. Das zweite Buch ist zwar nicht auf Deutsch, aber die akademische Welt verlangt heute die englische Sprache. Ich weiß es nicht, wie das in Österreich ist, aber bei uns wollen jetzt die ganzen Programme in englischer Sprache gestalten. Und als ich vor einem Monat in Wien war und an einer Konferenz teilgenommen habe, hat, ich glaube, das war Professor Kohler oder also einer der Organisatoren, der sagte, nur zum Glück haben wir noch eine Konferenz auf Deutsch. No, aber dieses Buch, The Land Between, A History of Slovenia, ist also eine sehr gute Einführung für die Beginner sozusagen. Und dann habe ich drei oder vier Werke, die sich speziell mit dem Protestantismus befassen, aufgezählt. Und alle diese Werke sind anlässlich des Geburtstages oder Todestages von Primož Trubar entstanden. Im 2008 war der 500. Geburtstag von Primož Trubar, und damals wurde ein Symposium in Tübingen organisiert, und die Resultate dieses Tübingen-Symposiums sind in diesem Buch Primož Trubar, der slowenische Reformator und Württemberg, Stuttgart 2011, sehr gute Abhandlungen über viele Aspekte der nicht nur von Primož Trubar, aber auch von der Reformation in Slowenien. Etwas Ähnliches, Rolf Dieter Kluge, ein Leben zwischen Laibach und Tübingen, Primož Trubar und seine Zeit, anlässlich des 400. Todestages, war ein Symposium, und dann das Buch ist dann sieben Jahre später erschienen. Tilman Reuter, Protestantismus bei den Slowenen, Protestantism pri Slovencih. Das ist ein zweisprachiges Buch. Es gibt die Abhandlungen in deutscher Sprache, es gibt die Abhandlungen in slowenischer Sprache und mit jeweils anderer Sprache, also mit Zusammenfassungen in jeweils anderer Sprache. Und dann Sascha Jersche, das ist ein relativ junger Kollege, Im Schutz und Schirm des Reiches, das ist eine politische Geschichte oder eine Außenpolitik des Innerösterreich. Und selbstverständlich das Hauptthema hier ist Protestantismus. Und dann das klassische Werk, Mirko Rupel, Primož Trubar, Leben und Werk des slowenischen Reformators. Das ist ein Werk, das schon in den 50er Jahren entstanden ist, ein wenig veraltet, aber so in einer guten positivistischen Tradition geschriebenes Werk. Also viele wichtige Informationen gibt es noch, und nützliche Informationen gibt es noch heute drin. Wie habe ich mir diese Vorlesung vorgestellt? Also zunächst einmal eine Einführung.
Was ist unter dem Begriff Slowenien, slowenisch, slowenische Länder zu verstehen? Das wird der erste Teil. Dann im zweiten Abschnitt werde ich die Grundzüge der Geschichte des Protestantismus in slowenischen Ländern vorstellen. Und damit ist auch der dritte Teil sehr eng verbunden, Akteure, Gegenakteure und ihr Wirken. Und in einem letzten Teil werde ich die Grundzüge der Gegenreformation und katholischer Erneuerung vorstellen, weil eigentlich auch dieser Inhalt, also sehr eng mit dem Ende des Protestantismus in slowenischen Ländern verbunden ist. Also zunächst einmal schien es mir angebracht zu erklären, was ich unter dem Hauptwort Slowenen und Beiwort Slowenisch, das in dem Titel slowenische Protestanten auftritt, verstehe. Was eigentlich sind die Slowenen im langen 16. Jahrhundert? In einer Zeit, in der sie sich selbst nicht so bezeichneten und auch von den anderen nicht als Slowenen, sondern als Windisch bezeichnet wurden. Erst Primož Trubar, die wichtigste Gestalt des slowenischen Protestantismus, hat in der Mitte des 16. Jahrhunderts diese Begriffe als erster bewusst verwendet, wenn auch er dabei nicht immer inhaltlich konsequent war. Wenn ich diesen Terminus gebrauche, denke ich sicher nicht an die Nation als funktional und sozial strukturierte Großgruppe mit klarer Identität, kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen und politischen Zielen und Belangen. Die Slowenen haben sich als eine solche Gruppe im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelt und auch der Name war in diesem Sinne seit dem Ende des 18. Jahrhunderts immer mehr in Gebrauch gewesen, bis er in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine übliche Bezeichnung geworden ist und die regionalen Bezeichnungen in den Hintergrund verstellt hat. Wenn ich also diesen Terminus gebrauche, verstehe ich darunter in erster Linie eine Sprachgruppe. Die Leute, deren Muttersprache Slowenisch war, oder genauer gesagt slowenische Dialekte waren, slowenische Sprache bestand aus mehreren Dialekten, und dieser Tatsache waren die protestantischen Autoren vollkommen bewusst. Also all diejenigen, die slowenische Dialekte gesprochen haben, waren Slowenen. Obwohl sie sich nicht dazu bekannten und obwohl sie sich dazu auch nicht bekennen konnten, weil diese Sprachgruppe weder funktional strukturiert und innerlich verbunden war, noch irgendein politisches oder anderes Zentrum besaß, die sie im Rahmen des in der Frühneuzeit Möglichen enger hätte zusammenschließen können. Folglich verstehen wir unter dem Begriff die slowenischen Protestanten alle slowenisch Sprechenden, die zum Protestantismus übergetreten haben. Im engeren Sinne bezieht sich dieser Begriff auf diejenigen slowenischen Protestanten, die in slowenischer Sprache schrieben. Eine alternative Benennung dieser engen Gruppe ist auch die slowenischen protestantischen Schriftsteller. Wenn auch die Slowenen im 16. Jahrhundert keine zusammengeschlossene Gruppe waren, gab es doch die Prozesse, die die Mitglieder dieser Sprachgruppe in näheren Kontakt gerückt haben und damit ein potenzielles Gefühl entstehen ließen, dass ihre Sprachgemeinschaft doch mehr umfasst als nur die eigene Pfarre oder das eigene Tal. Diese Prozesse waren sowohl wirtschaftlicher, sozialer, politischer als auch kultureller Natur. In der Regel waren sie unintentionell. Das heißt, dass die Akteure dieser Prozesse keine Absicht hatten, das Slowenentum zu schaffen oder zu fördern. Wenn zum Beispiel die Bauern aus Oberkrain nach nordadriatische Küste gegangen sind, das ist ungefähr hier, so dass sie eine Oberkrain hat etwas, ja, das hat es einen. Ja, geht es wieder, Maus? Aha, es geht, ja, danke. Oberkain ist diese Region, diese Alpenregion und Küstenland ist hier. Also die Bauern sind von hier so ungefähr auf diesem Weg so
nach die Küste. Oder aus Unterkrain, Unterkrain ist diese Region, haben nach Triest. Ne? So dass Sie ein wenig die Vorstellung, die geografische Vorstellung haben. Also, wenn zum Beispiel die Bauern aus Oberkrain nach nordadriatische Küste gegangen sind, um dort zu kaufen und zu verkaufen, und die Bauern aus dem Binnenland haben sehr aktiv an dem Handel mit dem Küstenland teilgenommen, haben sie in den Städten wie Triest, Piran, Koper und so weiter, Monfalcone, italienisch und furlanisch sprechende Leute getroffen und haben diese Verlegenheit, Unbehagen und Frustration erlebt, wie ich jetzt, die typisch sind, wenn man sich in einer Situation befindet, wo er mit seiner Sprache nicht mehr durchkommt, wo seine Kommunikation begrenzt oder sogar gelähmt ist und wo man gezwungen ist, in einer Fremdsprache zu stottern und dabei reichlich außersprachliche Mittel wie das Gestikulieren zu benutzen. Von dieser Erfahrung der Grenze der eigenen Sprache wurde nach der Rückkehr in das heimische Dorf von Seiten der Beteiligten sicher erzählt. Besonders in langen Winterabenden konnte im Kreis der Familie und Dorfgemeinschaft im Rahmen der Dorfgeselligkeit als unintentionales Seiteneffekt des Bauernhandels ein unklares Gefühl und Wissen über die geografischen Grenzen der eigenen Sprache funkeln. Solche unintentionale Seiteneffekte haben auch in anderen Prozessen entstehen können, die die Leute, die verschiedene Dialekte sprachen und aus verschiedenen kleinen Regionen kamen, zusammengebracht haben. Als zum Beispiel der Fall war, wenn die Bauern den großen Aufstand im Jahr 1515 geplant und vollgezogen haben, der fast das ganze slowenische Territorium umfasste. Oder wenn es um die Abwehr gegen die Türken ging, oder wenn die Leute sich an den Wallfahrtsorten begegneten. Im Gegensatz zu diesen Prozessen und Handlungen, deren Hauptziel sich in der außersprachlichen Realität befand, haben aber die slowenischen Protestanten bewusst, planmäßig und artikuliert die überdialektale slowenische Sprache geschaffen, benutzt und sie auf die Ebene einer kultivierten Schriftsprache mit unbegrenzten Ausdrucksmöglichkeiten in verschiedenen sozialen Lagen erhoben. Auch bei ihnen war das Hauptanliegen ein außersprachliches, nämlich die Verkündigung des reinen Evangeliums. Aber die Gestaltung und Benutzung des hochentwickelten und hochkultivierten Slowenischen war untrennbar und innerlich mit diesem religiösen Hauptziel verbunden. Die Sprache, in unserem Fall eine Volkssprache, war nicht nur das intellektuelle Werkzeug für das Lesen und Verstehen der Heiligen Schrift. Solche Rolle hatte den Volkssprachen schon Erasmus in seinen lateinisch geschriebenen Paraphrasen zugeteilt. Und Trubar hat dieses Werk in den späten 20er Jahren in Triest am Hof des Triester Bischofs Pietro Bonomo kennengelernt. Bei den Protestanten, bei allen, nicht nur Slowenischen, und ihrem Verständnis der Sprache und deren Rolle, ging es aber um mehr, um viel mehr. Die Sprache war unmittelbar mit dem Sola Fide und Sola Scriptura Prinzip, also mit der Rechtfertigungslehre verbunden. Die Sprache, die emotional geladene Muttersprache, in der die primärsten menschlichen Erfahrungen, seien sie positiv oder negativ, unwegwischbar eingedruckt werden, war die innerliche Brücke, die von und aus der Subjektivität des Gläubigen über der Heiligen Schrift zum Glauben und darüber hinaus zur Gnade führte. Die slowenischen protestantischen Schriftsteller haben mit ihrer Arbeit an slowenischer Sprache zur Gestaltung einer Gruppe der Gläubigen beigetragen, die nicht nur durch den Glauben miteinander verbunden waren, sondern auch durch die kodifizierte Sprache, die von diesem Glauben unabdingbar war. Damit haben sie einen der wichtigsten Grundsteine gelegt, auf dem sich mehr als 200 Jahre nachdem sie niedergeschlagen worden waren, moderne slowenische Nation zu formieren begann.
und gerade ihre sprachliche Arbeit stellte das am meisten spezifische Merkmal des slowenischen Protestantismus dar. Die slowenischen Protestanten haben nicht wesentlich Innovatives zur protestantischen Theologie, politischen Ideen, Historiografie oder kirchlichen Organisation beigebracht. Sie waren aber genug flexibel, um sich an die dynamischen und ständig wandelnden Situationen zu adaptieren und sie auszunutzen, bis die Kräfte, die außer ihrer Macht standen, zu stark geworden sind. Ist es vielleicht zu schnell, oder? Wo wurden slowenische Dialekte gesprochen und wo lebten deren Sprecher, denen die slowenischen protestantischen Schriftsteller ihre eifrige Tätigkeit widmeten? Ein wenig vereinfacht gesagt, die slowenischen Länder, also der geografische Raum, wo die Slowenen auf einem geschlossenen Territorium lebten, befand sich in der südlichen Hälfte des Innerösterreichs. Das heißt, das Bild ist nicht sehr, sehr klar, aber das heißt in den habsburgischen Ländern, in der Steiermark, in den Herzogtümern Steiermark, Kärnten, Krain und in der Grafschaft Görz und auch in dem nördlichen, also in Triest und in der Umgebung von Triest und auf dem nördlichen Rand Istriens. Krain wurde das einzige Land, das fast vollkommen slowenisch war. Krain war deswegen das zentrale slowenische Land und ihre Hauptstadt Ljubljana, auch der Mittelpunkt des slowenischen Protestantismus, oder besser gesagt, einer der Mittelpunkte, weil der zweite war eigentlich Württemberg, weil Primož Turba dort tätig war. Nur in der Umgebung von Kočevje haben die Bauern, die im 14. Jahrhundert dort aus dem Osttirol und Kärnten gekommen waren, Deutsch gesprochen. Diese Sprachinsel befindet sich hier. Also hier wurden im 14. Jahrhundert die Bauern aus dem Osttirol und Kärnten gekommen. Sie haben Deutsch gesprochen, also bis zum Ende. Also bis zum Jahr 41, wo sie dann mit einem deutsch-italienischen Vertrag umgesiedelt wurden. Slowenisch wurde im südlichen Drittel der Steiermark gesprochen, also wo die Sprachgrenze zwischen Deutsch und Slowenisch so ungefähr wie die heutige österreichisch-slowenische Staatsgrenze, also hier, hat auch im 16. Jahrhundert verlaufen. Dann wurde auch im Südkärnten Slowenisch gesprochen, wo die Sprachgrenze ziemlich nördlicher von der heutigen Staatsgrenze war. Das Galtal war damals vollkommen slowenisch, genauso wie der Klagenfurter Becken südlich von Osjacher See. Und wenn ich die Reformation in Villach, Klagenfurt, Völkermark oder Ragisburg erwähne, brauchen Sie keine territorialen Ansprüche von meiner Seite zu befürchten. Ich werde das nur deswegen erwähnen, weil die Stadt und die Umgebung ja dicht miteinander verbunden waren. Und wenn die slowenisch sprechenden Bauern aus Galtal nach Villach gekommen sind, um dort auf dem Marktplatz ihre Produkte zu verkaufen, haben sie ja etwas davon hören müssen, dass in der Stadt ein lutheranischer Prediger eingesetzt worden war. In der Grafschaft Görz wurde die Sprachgrenze gegenüber dem Furlanischen und Italienischen ungefähr der heutigen Stadtgrenze gleich. Im nördlichen Istrien waren die venezianischen Städte italienisch, das Land in ihrer Umgebung aber slowenisch. Ähnlich war auch die Lage in Triest. Slowenisch wurde auch auf der linken Seite von Mura, hier über Mura-Gebiet, gesprochen, also im Gebiet des ungarischen Königreichs, wo die slowenischen Protestanten ununterbrochen bis heute bestehen und wo sie im 18. Jahrhundert die Schriftsprache und die Buchproduktion in ihrem eigenen Dialekt entwickelt haben. Während die slowenischen Dialekte im Norden, Osten und Westen
scharf von deutschen, ungarischen und italienischen Sprachen getrennt waren, war die Sprachgrenze gegenüber dem Kroatischen mehr oder weniger eine Übergangszone, weil oststeirische slowenische Dialekte stufenweise in die nordwestlichen kroatischen Dialekte übergingen, sodass damals eine scharfe Sprachgrenze nicht existierte. Deswegen ist es uns manchmal auf den ersten Blick nicht vollkommen klar, ob die Adressaten der in slowenischer Sprache verfassten protestantischen Druckwerke auch die nordkroatische Dialekte sprechenden Kroaten waren. Umso mehr, weil die slowenischen protestantischen Schriftsteller auch an Herausgeben der protestantischen Bücher in kroatischer Sprache teilgenommen haben. Aber auch im Inneren der sonst geschlossenen slowenisch sprechenden Gebiet gab es Sprachgrenzen. In den Städten Krain und der Südsteiermark sprach man Slowenisch und Deutsch. Auch der Adel war zweisprachig. Die Sprache der adeligen Familien war zwar Deutsch, aber die meisten Adeligen, in Krain am mindesten, sprachen auch Slowenisch. Die Adeligen haben Slowenisch von ihren Hebammen und Dienstmägden gelernt, die bäuerlicher Herkunft waren und Deutsch nicht gesprochen haben. Vor allem aber war Deutsch die Sprache des Schreibens. Wenn wir über die slowenischen Protestanten sprechen, müssen wir die Grundzüge des Protestantismus in den slowenischen Ländern schildern, weil die slowenischen Protestanten ja Mitakteure einer breiten gesamteuropäischen Bewegung waren und ihre Tätigkeit nur als ein Steinchen im Mosaik umfassender Strukturen und Prozesse und weitreichender Ereignisse zu verstehen ist. Die Entwicklung des Protestantismus im slowenischen Gebiet wurde im Wesentlichen und Allgemeinen durch das Geschehen im Heiligen Römischen Reich bedingt. Der Schmalkaldische Krieg und das Augsburger Interim, der Fürstenkrieg und Passauer Vertrag, genauso wie der Augsburger Religionsfrieden, waren die wichtigen Weichen, die die Richtung und Schnelligkeit der reformatorischen Bewegung im slowenischen Gebiet, ihre Ups und Downs, mitgestaltet haben. Spezifischere Züge hat dieser Entwicklung das Geschehen im Innerösterreich verliehen. Die innerösterreichischen Länder hatten nämlich wegen der ständig drohenden türkischen Gefahr und notwendigen Abwehrmaßnahmen in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und zu Beginn des 16. Jahrhunderts eine enge Zusammenarbeit und Solidarität entwickelt, einen wie unzertrennlichen Körper, wie in den Quellen zu lesen ist. Diese Zusammenarbeit hat sich später in der Zeit der Reformation als sehr nutzbar gezeigt. Die Ausschusslandtage boten gute Gelegenheit für die religiöse Sozialisation. Die permanenten militärischen Spannungen in der Nähe der türkischen Grenze, wir müssen vor dem Auge halten, dass die türkische Grenze von Metlika zum Beispiel, Metlika ist ganz hier auf, oder von diesem Gebiet bis zu Bihać, ungefähr 80 Kilometer ist, oder meistens 100 Kilometer. Und die türkische Gefahr war immer ständig präsent. Die permanenten militärischen Spannungen in der Nähe der türkischen Grenze, wo kleine Kriege geführt wurden und taktisches Plündern keine Seltenheit war, die sich mit groß angelegten strategischen Kriegen ausgewechselt oder ergänzt haben, verlangten drei Sachen. Welche? Geld und Geld wie Kaulitz oder... Ne? Die dann mit anderen drei Sachen, Glauben, Hoffnung und Liebe, hätten getauscht werden können. Die Grazer Religionspazifikation und das Brucker Libell stellen einen solchen Tausch dar. Das Geld für die Gewissensfreiheit, das Geld für die freie Religionsausübung, das Geld
für die Erneuerung, für die Ernennung von Prädikanten und Gründung von Schulen und Kirchen. Der Protestantismus in den slowenischen Ländern gleicht deswegen in manchen Zügen dem Protestantismus im Innerösterreich. Selbstverständlich war der Verlauf des Protestantismus in den slowenischen Ländern nicht nur von großen Strukturen, weitreichenden Prozessen und entscheidenden Ereignissen abhängig, sondern auch von persönlichen Motivationen, Fähigkeiten, Ambitionen, Mut, Neid, auch Neid war sehr wichtig, Ehrgeiz, Freundschaften, Feindschaften und Animositäten seiner Akteure und Gegenakteure. Also von der Psycho- und Soziodynamik der beteiligten Spieler und Gegenspieler. In groben Linien können wir die Entwicklung des Protestantismus im slowenischen Gebiet in zwei Phasen gliedern, aber wirklich in sehr groben. Das ist wirklich sehr, sehr grob. Die Phasen unterschieden sich voneinander nach der Intensität und Dichte des protestantischen Netzwerks und nach den sozialen Trägern der Bewegung. In der ersten Phase, die 20er, 30er und die beginnenden 40er Jahren umfasste, haben die Ideen der Reformation vor allem in den Städten und unter den kritischen, humanistisch ausgebildeten Geistlichen die Resonanz gefunden. In der zweiten Phase haben die führende Rolle der Adel und die Landstände übernommen. In dieser Phase der Reformation ist es allen Anhängern der reformatorischen Ideen auch vollkommen klar geworden, dass es sich nicht um eine Reform, sondern um eine radikale, unüberbrückbare Spaltung handelte. Die Spannungen zwischen denjenigen, die sich dem Protestantismus angeschlossen haben, und denjenigen, die an der katholischen Seite beharrten, haben an der Schärfe gewonnen. Die Verzahnung der Religion und Politik hat sich auch im slowenischen Gebiet in schärfsten Konturen gezeigt. In der zweiten Phase hat auch die Zahl der Protestanten angewachsen. Die 50er und 60er Jahre waren eine Zeit des Aufschwunges, nicht geradeliniger selbstverständlich, der in zwei Jahrzehnten von 1570 bis 90 den Höhepunkt erreicht hat. Den beiden Phasen des Protestantismus ist gemeinsam, dass die lutheranischen Konzepte dominierten, obwohl auch die Ideen der Schweizer Reformatoren und Ideen von Matthias Flacius bekannt wurden. Die radikalen Strömungen haben eher sporadisch aufgetaucht und sind marginalisiert geblieben, weil gegenüber diesen Strömungen scharf vorgegangen wurde, alsbald sie auftauchten. Das letzte Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts brachte aber systematische Gegenschläge von der katholischen Seite und das Ingangsetzen einer schnellen und erfolgreichen Gegenreformation und katholischen Sozialdisziplinierung. Die beiden Prozesse hatten aber natürlich schon früher begonnen. Hinsichtlich der sozialen Schichtung der protestantischen Gläubigen in slowenischen Ländern können wir zuerst sagen, dass die Mehrheit der Bevölkerung katholisch geblieben ist. Mehrheitlich haben sich dem Lutheranismus die Adeligen angeschlossen, besonders nach der Mitte des Jahrhunderts. Das gilt für alle protestantischen in den österreichischen Ländern, außer für Görz, wo der Protestantismus auch unter den Adeligen keinen großen Zulauf hatte. Obwohl wir die Adeligen im slowenischen Gebiet nicht als Slowenen bezeichnen können, waren sie doch der Bestandteil, und zwar ein sehr wichtiger Bestandteil des Protestantismus in slowenischen Ländern, haben sie ja die slowenischen protestantischen Schriftsteller finanziell und politisch sehr unterstützt. Und außerdem war der Adel ja im Lande verankert seit Jahrhunderten. Also obwohl ihre Familiensprache Deutsch war, waren sie ein Teil des slowenischen, oder sind sie ein Teil der slowenischen Geschichte. Hier hat also die sprachliche Zugehörigkeit nicht in dieser Zeit keine besondere Rolle. Auch unter den Einwohnern der Städte und Märkte hat sich der Protestantismus ziemlich massiv verbreitet. In Ljubljana gab es mehr als 3000 Lutheraner
bei einer Bevölkerungszahl von ungefähr 5000 Einwohnern. Und der Bischof Rhen, der katholische Bischof Rhen, hat am Ende des 16. Jahrhunderts geschrieben, dass nicht einmal 5% der Bevölkerung von Ljubljana katholisch war. Das war wahrscheinlich sehr übertrieben, aber doch ist ein Zeichen für die Verbreitung der Protestanten in Ljubljana. Relativ viele Lutheraner gab es auch Kamnik, Škofjeloka, Kran. So. Škofjeloka, Kran ist hier, Kamnik ist hier, Škofjeloka ist hier, Novo Mesto, dann auch in Slovengradec, Slovengradec ist hier, Celje, Novo ist Celje, Cili, Celje ist hier, Metlika und so weiter. Also die Städten waren, in den Städten war der Protestantismus sehr, sehr anwesend. Slovengradec und Celje sind in der Steiermark. Sehr stark hat sich der Protestantismus in den Städten Kärntens verankert, in Klagenfurt, Villach und Völkermark. Es ist aber schwierig zu sagen, ob dem Protestantismus sich die reichen Bürger, zum Beispiel reiche Kaufleute, eher angeschlossen als Handwerker und städtische Unterschichten. Wir wissen zwar, dass alle städtischen Schichten unter Lutheranern zu finden waren, ein klares Bild von der sozialen Zusammensetzung der Protestanten und ein klares Bild von der religiösen Zugehörigkeit der städtischen Bevölkerung fehlt aber noch. Klar ist es aber, dass die Bauern in überwiegender Mehrheit katholisch geblieben sind. Zahlenmäßig umfangreiche Übertritte der bäuerlichen Bevölkerung zum Protestantismus gab es auf den kirchlichen Grundherrschaften. Die sozialen Spannungen zwischen den Grundherren und Untertanen, der echte Klassenkampf, haben im Wesentlichen die religiöse Zugehörigkeit der bäuerlichen Bevölkerung gestaltet. So gab es in Krain viele Protestanten auf der Grundherrschaft Škofjeloka, dem Besitz des Bistums Freising, auf der Grundherrschaft Bled, die dem Bistum Brixen zugehörte, auf dem Besitz des Deutschen Ordens in der Umgebung von Metlika. Eine ähnliche Situation finden wir auch in Kärnten, im Gailtal, auf dem Besitz des Bistums Bamberg und in der Südsteiermark auf den Grundherrschaften des Deutschen Ordens in der Umgebung von Ormosch. Also Škofjeloka ist hier, Bled ist hier, das touristische Zentrum von Slowenien, das heutige, die Perle. Ormosch ist, Novo ist Ormosch. Hier, Ormosch. Hier war eine große Grundherrschaft des Deutschen Ordens. In diesen Gebieten haben die Bauern im Zuge der Gegenreformation den stärksten Widerstand geleistet. Protestantisch wurden die Bauern auch dort, wo der Grundherr das Patronatrecht innehatte. Aber dort haben die Bauern keine Freiwahl. In Bezug auf die religiöse Zugehörigkeit der Bauernschaft springt aber ein Widerspruch ins Auge. Die Prädikanten waren mehrheitlich bäuerlicher Abstammung. Den adeligen Prädikanten, am mindesten in Krain, gab es keinen. Also die Prädikanten waren Bauern. Schauen wir uns jetzt den Verlauf der Ereignisse näher an. Dass im Krain schon im Jahr 1521 die Luthers Ideen bekannt worden waren, bezeugt die Tatsache, dass der neu eingesetzte Pfarrer in einer kleinen Pfarre Morauce, also 40 Kilometer von Ljubljana, versprechen musste, dass er keine ketzerischen Lehren predigen wird. Die lutheranischen, aber auch zwinglianischen Ideen sind in die slowenischen Länder auf zwei Wegen gekommen, aus Venedig und aus deutschem Raum. Aus Venedig kamen nach Triest italienische Übersetzungen lutheranischer Texte. Venedig war ja viele Druckereien. Es war ein Zentrum für Herausgebung der Bücher.
In Triest hat sich im 1523 eine protestantische Zelle formiert, deren Spiritus agens der Triestiner Bischof Pietro Bonomo war. Dieser weltoffene und tolerante, humanistisch ausgebildete Mann war zunächst ein scharfer Gegner Martin Luthers. Nach seiner Rückkehr aus Wien im 1523, wo er hohe politische Ämter bekleidet hatte, hat er sich aber zu protestantischen Ideen zugewandt. In seiner bischöflichen Renaissance-Residenz, in der er auch eine Hofkapelle unterhielt, wurden die Lehren Luthers, Zwinglis, Pelikans, Bullingers und später auch Calvins diskutiert, genauso wie die Schriften Erasmus und Vergils. Wie Primo Struber, der an diesen Diskussionen teilgenommen hatte, später aufschrieb, diskutierte man auf Italienisch, Deutsch und Slowenisch. Aus deutschem Raum wurden neue Ideen durch mobilen sozialen Gruppen gebracht. Reisende Mönche, Handwerkgesellen und vor allem Studenten haben in die slowenischen Länder protestantische Bücher gebracht. Die Universitäten Leipzig, Wittenberg und Tübingen waren attraktive Studiumsorte. Allein in Tübingen haben im 16. Jahrhundert 300 Studenten aus slowenischem Gebiet studiert, die sich nach ihrer Rückkehr in den heimischen Städten und Burgen niedergelassen haben und die neuen religiösen Ideen ausbreiteten. In Krain entstand ein aktiver protestantischer Zirkel im Jahr 1527. Sein Leiter war der Schreiber der krainischen Landstände Mattia Klombner. Zu diesem Zirkel gehörten auch einige kritische Priester, darunter auch drei Domherren des Laibacher Bistums. Der kritisch gesinnte und für eine kritische Reform engagierte Klerus prangerte die Verhältnisse in der Kirche an. Kritisiert wurden öffentliches Konkubinat, Schankwirtschaft und Geschäftemacherei von Priestern, schlechte Ausbildung der Priester und die Lehre, äußere Zeremonialität der kirchlichen Praxis, die sich in angehäuften Spendung der Sakramente und im gleichzeitigen Mangel an inneren Aneignung des Glaubens zeigte. Diese kritisch gesinnte Priester waren der Ausdruck des Reformgeistes, der in der Kirche seit langem anwesend war, konnte sich aber nicht entfalten. Es scheint mir, dass die Rolle der kritischen Priester in Ausbreitung des reformatorischen Ideenguts manchmal vernachlässigt wird. Auch der Bischof von Ljubljana, Franz Kazianer, gestorben 1543, war tolerant und dem Protestantismus überhaupt nicht feindlich. Sein Vorgänger Christoph Rauber, ein hochgebildetes Humanist, war strenger gegenüber dem Protestantismus als Kazianer, war aber oft abwesend, so dass er gegen die zum Protestantismus geneigten Priester nicht mit aller Schärfe aufgetreten war. Auch in anderen slowenischen Gegenden wurden die protestantischen Ideen schon in den 20er Jahren populär. Bei einer kirchlichen Visitation im Jahr 1528 in der Steiermark wurde festgestellt, dass die Bürger in religiöser Hinsicht nicht sehr eifrig waren. In Slowengrades und in Ratgesburg, so der Visitationsbericht, waren die Bürger sogar begeistert für die neue Lehre. In Villach haben die Bürger im Jahr 1526 einen protestantischen Prediger eingesetzt. Einige Jahre später wurde in der Umgebung dieser Stadt der Protestantismus als eine unheilbare Wunde bezeichnet. In den 30er Jahren wurde der Protestantismus in slowenischen Ländern schon ziemlich fest verankert, obwohl er beim Weiten nicht das dominante Glaubensbekenntnis war. Seine Träger waren die Bürger und Priester. Der Adel stand damals noch abseits. Er schützte zwar die Anhänger des Protestantismus, hat sich aber vom Katholizismus noch nicht abgekehrt oder sehr selten. In dieser Zeit, das ist in den 30er Jahren, hat mit seiner geistigen Tätigkeit Primo Struber begonnen.
Struber ist nicht nur die bei weitem wichtigste Persönlichkeit der slowenischen Reformation, um der sich auch andere wichtige slowenische Protestanten sammelten. Dazu hat auch sein langes Leben beigetragen. Sondern gilt in der slowenischen geschichtlichen Kultur als die wichtigste und die einzige unbestrittene Gestalt der slowenischen Geschichte überhaupt. Vielleicht nur der Dichter Franz Epprecien, aber Struber ist wichtig, ist wirklich der Einzige. Wer war dieser Mann? In Alter, ich glaube, 71 Jahre, oder? Ja, im Jahre 71. Wer war eigentlich dieser Mann? Er wurde wahrscheinlich im Jahr 1508 im Dorf Raschica geboren. Raschica ist ungefähr hier. Unterkrain. Also er wurde wahrscheinlich, es ist nicht vollkommen klar, aber wahrscheinlich. Also wir feiern in 2008, haben wir gefeiert. Sein Vater, ein Untertan auf der Grundherrschaft des Herrn von Auersberg, war ein ziemlich wohlhabender Müller und Zimmermann. Und deswegen war sein Name eigentlich Malner. Malner bedeutet, also das ist Müller. Malner ist im Dialekt, in slowenischer Sprache ist Mlinar, das bedeutet Müller. Und er hat sich dann, den Namen seiner Mutter ausgewählt. Truber ist die Familie seiner Mutter. Warum er das gemacht hat, wissen wir nicht. Sein Vater, ein Untertan auf der Grundherrschaft des Herrn von Auersberg, war ein ziemlich wohlhabender Müller und Zimmermann. Mit 12 Jahren besuchte Truber eine Schule in Rijeka, in Kroatien, Fiume, von wo er jedoch an die Schule des Benediktinerklosters St. Peter in Salzburg überwechselte. Der Abt dieses Stiftes war Johannes von Staupitz, der zuvor Luthers Beistand und Beichtvater in Wittenberg gewesen war. Im 1524 kam Truber nach Triest an dem Hof des Bischofs Bonomo. Ihm verdankte der junge Truber entscheidende Anregungen, das Studium des Lateinischen anhand römischer Klassiker und das Studium des Italienischen. Ferner förderte Bonomo Trubers Deutschkenntnisse und ermunterte ihn, auch seine noch nicht als Schriftsprache gebrauchte Muttersprache zu pflegen. Diese seine damals windisch genannte Muttersprache, obwohl noch nicht Schriftsprache, hatte aber offensichtlich schon ein sehr hohes Niveau erreicht, weil Bonomo, als ich schon erwähnt habe, mit seinen Mitsprechern auch Slowenisch diskutierte. Bonomo unterrichtete seine Schüler anhand der Paraphrasen des Erasmus zum Neuen Testament, kritisierte die Zeremonialität der Kirche und sympathisierte mit der Reformation. Truber hat ihn später einen gelehrten und evangelischen Bischof genannt. 1528 schickte Bonomo den 20-jährigen Truber an die Wiener Universität, die Truber schon ein Jahr später verlassen hat. Er kehrte zurück nach Triest und wurde im Jahr 1530 von Bonomo zum Priester geweiht und mit dem Vikariat Laschko in der Südsteiermark betraut. Laschko ist hier. Laschko. Als Priester wetterte Truber gegen den Aberglauben, die heiligen Erscheinungen, den Bau der neuen Kirchen, Ablasshandel und gegen die Sekten, also gegen die traditionellen Andachtsformen, was ihn unter den Gläubigen nicht sehr populär gemacht hat. Also er war weniger populär, als er heute ist. Und es ist ja ganz klar, wenn wir uns ein wenig in die Zeit verstellen können und wenn wir ein wenig Gefühl für die Zeit haben, dann können wir uns ja vorstellen, dass wenn die Leute zu Wallfahrten gehen,
Ablass, also sie haben ja gerne Ablass getrieben oder gekauft. Ne? Und jetzt kommt jemand und sagt, das ist Aberglaube, das müssen wir verwerfen und so weiter. Selbstverständlich kann ein solcher Mann nicht sehr populär sein. Also wenn wir uns ein wenig in die Volksmentalität dieser Zeit einzufühlen versuchen, dann können wir Historiker uns vorstellen, dass solche Angriffe vielen Leuten nicht sehr sympathisch hätten klingen dürfen. Trubar verschonte mit seiner Kritik auch die eigene Kirche nicht. 5 Jahre später ist er als Prediger nach Ljubljana gekommen. Die Zahl der Priester, die ihm zugestimmt haben, ist angewachsen. Doch bei den weltlichen Behörden hat er auf Abneigung gestoßen und musste Ljubljana verlassen. Er hat bei seinem Beschützer Bonomo in Triest die Zuflucht gefunden und wurde zum Prediger gemacht, durfte aber nach 2 Jahren im 1542 zurückkehren und wurde schließlich der Domherr in Ljubljana. Unterdessen hat der Adel die sozial und politisch bei weitem die mächtigste soziale Klasse die führende Rolle in der protestantischen Bewegung in den slowenischen Ländern übernommen. In den 40er Jahren hat sich die religiös-politische Lage im Reich, im Innerösterreich und in slowenischen Ländern verschärft. Der Schmalkaldische Krieg und das Augsburger Interim haben die Protestanten in eine ungünstige Lage gerückt. Der Laibacher Bischof Urban Textor ein ausgesprochener Gegner des Protestantismus, Hofkaplan König Ferdinands und persönlicher Freund des Ignatius Loyola, der dem toleranten Cassianer gefolgt hat, begann gegen immer stärker werdenden Protestanten scharf vorzugehen. Ganz im Geiste der späteren Gegenreformation suchte Textor die Unterstützung bei den Jesuiten und versuchte zunächst, den Rückgang der katholischen Priester zu verhindern. Er schickte Studenten aus dem slowenischen Gebiet nach Wien, wohin die Jesuiten nach seiner Initiative gekommen sind, und nach Rom in neu gegründeten Collegium Germanicum. In Ljubljana setzte Textor durch, dass Trubar alle seine Ämter und Benefizien verlor. Textor ließ auch die protestantisch gesinnten Kanoniker verhaften. Trubar entging der Gefangennahme, weil er auf einer Visitationsreise rechtzeitig gewarnt wurde und sich verborgen konnte. Im März 1548 flüchtete er nach Deutschland und hat definitiv zum Lutheranismus übergetreten. Er wirkte als lutheranischer Prediger und Pastor in Nürnberg, Kempten, Urach, Tübingen, Laufen und deren Dingen. Trotzdem sah er seine wichtigste Aufgabe darin, den Protestantismus in seiner Heimat unter seinen lieben Slowenen, wie er sagte, zum Durchbruch zu verhelfen. Er wollte unbedingt, dass die Verkündigung des reinen Evangeliums die slowenisch Sprechenden durchdringt. Das konnte er später durch seine schriftstellerische Tätigkeit bzw. die Herausgabe slowenischer Bücher verwirklichen. Von den ungefähr 50 Büchern, die slowenischen protestantischen Schriftsteller im 16. Jahrhundert herausgegeben haben, verfasste Trubar die Hälfte selbst und redigierte 2/3. Als seine Hauptaufgabe betrachtete er die Übersetzung des Neuen Testaments und der lutherischen Hauspostille. Ersteres erschien in mehreren Teilen in den Jahren 1555 bis 1577, letztere jedoch erst nach seinem Tod. Wenn Trubar mit den Büchern den neuen Glauben verbreiten wollte, musste er zuerst das Problem der slowenischen Schriftsprache lösen. Er war der Erste, der sich vorgenommen hat, dieses Problem zu lösen, weil zuvor das Slowenische nicht oder fast nicht geschrieben worden war. Also die ersten Texte im slowenischen Sprache sind zwar aus dem 10. Jahrhundert, das ist eine proto-slowenische Sprache, Altslawisch, aber slowenische. Und im Mittelalter gab es 2 oder 3 Fragmente nur. Also er war der Erste, der bewusst also dieses
Problem sich gestellt hat und auch gelöst hat. Die Frage war, ob er seine slowenischen Texte auf einem bestimmten Dialekt gründen soll oder soll er eine überdialektale Schriftsprache schaffen, die alle Slowenisch Sprechenden verstehen könnten. Er hat sich für die letztere Möglichkeit entschieden und basierte seine Schriftsprache auf einer breiten Palette der slowenischen Dialekte, die er aus seiner praktischen Erfahrung kannte und auch auf der mündlichen Tradition der hochkultivierten slowenischen Sprache, die er in Triest am Hof des Bischofs Bonomo begegnet und verwendet hat, wenn er dort Vergil auch im Slowenischen ausgelegt wurde, was heißt, dass Vergil nicht nur übersetzt, sondern auch interpretiert wurde. Dafür braucht man eine entwickelte Sprache. Mit seinen ersten Büchern, dem Katechismus und dem ABC Fibel, dem Abecedarium, das ist der Katechismus, der Titelseite, hat er die slowenische Standardsprache geschaffen. In diesen zwei Büchleinen hat er als Schrift die Fraktur verwendet. Später gab auf die Suggestion des ehemaligen Bischofs von Koper, Pietro Paolo Vergerio, der zum Lutheranismus übertreten hatte und nach Württemberg gekommen ist, hat die gotische Schrift auf und ersetzte sie durch Humanistenschrift. Pietro Paolo Vergerio verstand die religiösen und politischen Verhältnisse am Balkan unter der Herrschaft der Türken ein wenig naiv und schwärmerisch und sah die Anliegen von Trubar nur in einem größeren südslawischen Raum. Mit der Herausgabe und Verbreitung slawischer protestantischer Bücher sollte der rechte Glaube bis nach Konstantinopel vordringen. Die Möglichkeit, solche Druckwerke herauszugeben, hat der ehemalige steirische Landeshauptmann Baron Hans Ungnat geschaffen. Ungnat, der sich zum Protestantismus bekehrt und seine Heimat verlassen hatte, gründete mit Hilfe Trubers und Vergerio in Urach eine Bibelanstalt. In den 4 Jahren ihres Bestehens, 1561-64, erschienen 4 slowenische, 5 italienische und 13 kroatische Druckwerke in der glagolitischen, kyrillischen und lateinischen Schrift. Die Stände der Steiermark, Kärntens und Krains haben sich Mitte des 50er Jahren überwiegend ganz offen zum Protestantismus bekannt. Diese ihre Haltung begünstigte die politische Lage im Reich nach dem Passauer Vertrag, Abdankung des Kaisers Karl, Auftritt des neuen Kaisers Ferdinand und Augsburger Religionsfrieden. Ferdinands politische und finanzielle Schwäche, aber auch seine relative Toleranz und Verständigungsbereitschaft gegenüber den Protestanten haben die Innerösterreicher zu ihrem Vorteil ausgenutzt und haben die volle Religionsfreiheit gefordert. Diese wurde ihnen selbstverständlich nicht zugestanden, aber abgesehen davon haben sie nach und nach die Katholiken aus den Landtagen, Stadtraten, Kirchen und Pfarren verdrängt. In den innerösterreichischen Ländern wurden deutsche protestantische Kirche organisiert. In dieser Stimmung haben Krainer Landstände Trubar nach Ljubljana eingeladen. Nach seiner sozusagen triumphalischen Rückkehr 1561 wurde er Superintendant der evangelischen Kirche von Krain. Er entschloss sich, eine Kirchenordnung herauszugeben, womit er seine Idee von einer Kirche slowenischer Sprache verwirklichen wollte. Zuerst im Jahr 1562 hat er ein Glaubensbekenntnis der slowenischen Kirche herausgegeben. 2 Jahre später erschien der Statut dieser Kirche, Cerkovna Ordninga, oder die Kirchenordnung. Und zwar in 300 Exemplaren, während dieses Glaubensbekenntnis in 1000 Exemplare erschien. Die Kirchenordnung war eine ziemlich freie Bearbeitung der Württemberger Kirchenordnung und stellte einen in der Praxis nicht vollkommen verwirklichen Versuch der Kodifizierung der kirchlichen Organisation dar. Mit dieser Organisation
in der das Slowenische die Sprache aller kirchlichen Zeremonien, religiösen Handlungen und der Glaubenslehre war, ist in Krain eine eigenständige slowenische Kirche entstanden, die durch die Anwendung der Bestimmungen der Kirchenordnung außerhalb der Landesgrenzen weit in den slowenischen ethnischen Raum hineingewirkt. Wir wissen nämlich, dass die Exemplare der Kirchenordnung in Kärnten und in der Grafschaft Görz kursierten. Die Kirchenordnung legte auch die Grundsteine für das Grundschulwesen in slowenischer Sprache. Die Protestanten haben die protestantischen Gymnasien in den Landeshauptstädten gegründet, die den Übertritt zur Universität ermöglichten. Die Forderung, dass überall in Städten, Märkten und Pfarren lateinische, deutsche und slowenische Schulen eingerichtet werden sollen, war im slowenischen Raum neu, genauso wie Trubars Anweisung, dass, ich zitiere, jeder Pfarrer in seiner Pfarre einen Schulmeister haben und erhalten müsse, der diese jungen Buben und Mädchen, Bürger und Bauernkinder, die slowenische Sprache lesen und schreiben lernen soll. Ende Zitat. Also auch die Mädchen wurden eingeschlossen. Zu Trubars Kirchenordnung soll aber auch gesagt werden, dass sie ein Torso geblieben ist, ohne Titelblatt, Vorrede, Widmung und ohne genauere Bestimmung über die Leitung der Kirche oder einer Schuleinrichtung. Mit der Brücke-Pazifikation ist sie an der Bedeutung verloren, obwohl nicht auszuschließen ist, dass sie noch weiter verwendet wurde. Mit der Kirchenordnung hat Trubar in die Rechte des Landesfürsten eingegriffen und dieser hat auf die Antwort nicht lange warten lassen. Der Erzherzog Karl, der nach dem Tod seines Vaters Ferdinands 1564 Landesfürst von Innerösterreich geworden ist, ließ die Kirchenordnung beschlagnahmen. Trubar aber musste Krain endgültig verlassen und verbrachte die letzten 20 Jahre seines Lebens in deren Dingen, wo er sein Zuhause fand. Er war dreimal verheiratet, er hat fünf Kinder, von denen zwei als Kinder gestorben sind, aber er hat dann eine ganz normale Familienleben, wie ein solcher Mann ein normales Familienleben haben kann. Er blieb aber noch immer in so engen Kontakten mit Protestanten in slowenischen Ländern, besonders mit denjenigen in Ljubljana, wie es nur möglich war in einer Zeit der langsamen Kommunikation und diskutierte mit ihnen die sprachlichen, herausgeberischen, religiösen und religiös-politischen Probleme. Der Erzherzog Karl, ein inbrünstiger Katholiker, war aber nicht in der Lage, gegen die Protestanten so hart vorzugehen, wie er hätte vorgehen wollen. Es fehlte ihm an Macht und Geld. Die Schulden machten ihn gegenüber den Forderungen der Protestanten zugänglicher. Auch immer größer werdender Druck der Türken auf Kroatien hat ihm die Hände gebunden. Im 1572 hat er in der Grazer Pazifikation dem steirischen Adel gegen die Steuerbewilligung die freie Religionsausübung gewährt. Diese religionspolitischen Zugeständnisse inhaltlich etwas verändert, hat er sechs Jahre später in der Brücke-Pazifikation auf die Herzogtümer Krain und Kärnten gedehnt. Die beiden Pazifikationen waren für den Protestantismus von zentraler Bedeutung, denn sie stellten den Protestantismus auf eine legale Basis. Etwas eingeschränkt, aber doch. Mit der Brücke-Pazifikation erlebte der Protestantismus in innerösterreichischen Ländern und dadurch auch im slowenischen Gebiet den Höhepunkt. Die Kirchen- und Schuldordnung, die für die Steiermark nach der Grazer Religionspazifikation ausgearbeitet worden war, wurde von den Ständen aller drei Länder angenommen. Zugleich wurde beschlossen, auf gemeinsamen Kosten die Bibel in slowenischer Sprache drucken zu lassen. Mit dem Beitritt zur Formula Concordiae, die von Primož Trubar ins Slowenische übersetzt war, wurde der Protestantismus im slowenischen Gebiet neben der organisatorischen auch auf eine feste doktrinäre Grundlage gestellt. Ende der 70er Jahre
des 16. Jahrhunderts hat sich der Großteil des Bürgertums und Adels im Innerösterreich zum lutheranischen Glauben bekannt. In dieser Zeit der Hochblüte des Protestantismus entstand auch das Meisterwerk der slowenischen Protestanten, die Übersetzung der gesamten Heiligen Schrift. Diese Übersetzung rundete die Bemühungen der slowenischen protestantischen Schriftsteller ab, die Grundtexte des christlichen Glaubens den Gläubigen in slowenischer Sprache zugänglich zu machen. Der Autor der Übersetzung, Juri Dalmatin, ist neben Trubar wohl der wichtigste slowenische protestantische Schriftsteller. Er wurde im Jahr 1547 in Krško, in einer armen, Krško ist hier, Krško. Also er wurde in Krško geboren, und zwar in einer ziemlich armen Familie, die sich nicht leisten konnte, also ihren Sohn also in die Schule zu schicken. Als Stipendiat der Kreiner Landstände hat er in Tübingen die Philosophie und protestantische Theologie studiert und wurde 1569 Magister der Theologie. 3 Jahre später wurde er in Württemberg ordiniert und kehrte danach nach Ljubljana zurück, wo er als Predikant wirkte. Er begann mit seinen Übersetzungen im Jahr 1575, als er das Buch Jesus Sirach übersetzte. In den nächsten 5 Jahren übersetzte er das Pentateuch und Weisheit Salomos. Diese 3 Übersetzungen erschienen in Ljubljana, wo seit einigen Jahren eine protestantische Druckerei gab. Die Bibel erschien im Jahr 1584 in Wittenberg in 1500 Exemplaren. Bevor der Text herausgegeben wurde, war durch eine Kommission der protestantischen Theologen aus allen 3 innerösterreichischen Ländern auf sprachlichen und theologischen Ebene revidiert. Beim Übersetzen stützte sich Dalmatin auf den Prinzipien, die Trubar gestellt hat, und bewies deren Richtigkeit. Die Bibelübersetzung war auch der Beweis der Reife und Ausdrucksmöglichkeiten der slowenischen Sprache. Das ist das Titelblatt. Die Vorworte waren aber immer Deutsch gesprochen, weil die protestantischen Schriftsteller haben sich auch auf den Adel gewandt. Im selben Jahr und am selben Ort, als die Übersetzung der Bibel herausgegeben wurde, erschien noch ein wichtiges Produkt der slowenischen Protestanten. Dabei handelte sich weder um ein theologisches Werk noch um einen Text in slowenischer Sprache. Slowenisch war nicht die Sprache der Behandlung, sondern das Objekt der Behandlung. Es geht um die erste Grammatik der slowenischen Sprache, die unter dem Titel Artice Horle von Adam Bohoric verfasst wurde. Adam Bohoric, ein Steirer, geboren um 1520, war der einzige Laie unter der ersten Garnitur der slowenischen Protestanten. Er war Rektor der ständischen Lateinschule in Ljubljana und Verfasser deren Schulordnung. Zusammen mit anderen Leitern dieser Schule, Lenard Budina und Nikodemus Frischlin, hat er wesentlich dazu beigetragen, dass die humanistische Ausbildungsideal die einzig mögliche Norm geworden ist. Bohoric hat seine Grammatik nach dem Vorbild der Melanchthon, der Melanchthons lateinischen Grammatik gestaltet und hat in der typisch humanistischen Manier eine Widmung dazu geschrieben, in der er die Bedeutung und Verbreitung der Slawen betont hat. Der Rektor der protestantischen ständischen Schule in Klagenfurt, Hieronymus Megisser, verfasste im Jahr 1592 das erste deutsch-lateinisch-slowenisch-italienische Wörterbuch Dictionarium Quater Linguarum.
Schon auf dem Höhepunkt des Protestantismus, als der Sieg der Protestanten versichert zu sein schien, hat der Erzherzog Karl die Maßnahmen vorzubereiten begann, durch die die Religionssachen wieder in Ordnung gebracht werden könnten. Mit beiden Pazifikationen verstieß der Erzherzog gegen sein katholisches Gewissen, demgemäß er sich für die Glaubenszugehörigkeit seiner Untertanen verantwortlich fühlte. Außerdem festigte er damit die konfessionale Heterogenität seines Herrschaftsgebiets, was in Widerspruch zu den gewöhnlichen Ansicht stand, dass die Einheit des Glaubens die beste Voraussetzung für den inneren Frieden, die Sicherheit und den Wohlstand einer Gemeinschaft bildet. Vor allem haben die beiden Pazifikationen sein Jus Reformandi beschränkt, das ein wesentlicher Bestandteil seiner Herrschaftsrechte war. Zusammen mit Erzherzog Ferdinand von Tirol und Herzog Wilhelm von Bayern hat er ein Programm der Rekatholisierung gestaltet. Er hat die Anhänger des Protestantismus aus der Grafschaft Görz vertrieben, sie waren nicht sehr viele, aber trotzdem. Er ließ die Druckerei in Ljubljana schließen, deswegen wurde die Bibel nicht in Ljubljana gedruckt, sondern in Wittenberg. In den kleinen Städten und Märkten wurden die Stadträte von ihm nicht mehr bestätigt, wenn sie nicht vorher den Eid auf die katholische Kirche ableckten. Die protestantischen Stadtrichter wurden in Ratisburg, Ptuj, Radowice und Krain entlassen. In protestantischen Pfarren wurden die protestantischen Prediger nicht mehr angestellt. Bei diesen Maßnahmen wurde Karl vor allem von den Jesuiten unterstützt, die in Graz ein Kollegium errichteten, das im Jahr 1584 360 Schüler besuchten, wovon die Hälfte aus dem slowenischen Gebiet stammten. Also der Kampf um die Seelen. Die jungen Seelen, die alten Seelen sind nicht mehr so wichtig. Für die alten Seelen ist etwas anderes wichtig, aber die jungen Seelen sind also das Ziel, die Beute. Aber genauso haben auch die Protestanten gemacht, keinen Unterschied gab es zwischen den beiden. Also Sozialdisziplinierung auf beiden Seiten. Außerdem wurden entschlossene Persönlichkeiten mit der Leitung der Bistümer, die auch für das slowenische Gebiet zuständig waren, betraut. Der Laibacher Bischof Janez Taučar widmete sich eifrig der kirchlichen Erneuerung. Auf seine Initiative kamen die Kapuziner und Jesuiten in das slowenische Gebiet, die wichtigsten Träger der katholischen Erneuerung wurden. Den entscheidenden Schlag dem Protestantismus in slowenischen Ländern kam am Ende des Jahrhunderts vom Karls Sohn Ferdinand. Ferdinand lehnte resolut jeden Handel mit den Ständen in der Religionssachen ab und forderte von ihnen den Treueid, wie er dem Landesfürsten gebührte. Die innerösterreichischen Stände haben sich gebeugt und haben damit den Weg zur endgültigen Rekatholisierung geöffnet. Der politische Widerstand des Adels wurde gebrochen, protestantische Predikanten vertrieben, die protestantischen Schulen geschlossen, protestantische Kirchen, Gebetshäuser und Friedhöfe zerstört und protestantische Bücher verbrannt. In Ljubljana wurden im 1601 quasi rituell ziemlich viele protestantische Bücher ins Feuer geworfen. Die protestantischen Bürger wurden vor der Auswahl zwischen Bekehrung zum Katholizismus oder Auswanderung gestellt. Der Großteil der protestantischen Bürger im slowenischen Gebiet verleugnete seinen lutheranischen Glauben und kehrten zurück in den Schoß der katholischen Kirche. Es scheint, dass in der Regel reiche und gebildete Bürger ihrer Überzeugung treu blieben und wanderten in deutschen Territorien nach Böhmen oder Ungarn aus, was auch verständlich war. Die Armen haben ja keine Möglichkeiten. Die Reichen haben
ein Netzwerk und also die Kontakte und bessere Möglichkeiten, sich irgendwo anders niederzulassen als die Armen. Der Adel in Krain, Kärnten und in der Steiermark wurde isoliert und wartete auf den Todesstoß, das in 1628 gekommen ist. Die slowenisch sprechenden Protestanten sind zu Beginn des 17. Jahrhunderts aus dem slowenischen Gebiet fast verschwunden und als eine besondere religiös-sprachliche Gruppe nicht mehr existierten. Die slowenischen protestantischen Schriftsteller haben aber mit ihren Werken, deren Herausgabe von heimischen Adel mitfinanziert war, alle jenen Grundlagen gestellt, die eine Schriftsprache lebendig und flexibel machen. Mit der Schriftsprache wurden aber auch jene Voraussetzungen geschaffen, die später zur Einigung und Identität der zersplitterten slowenischen Volksgruppe und schließlich auch zur politischen Organisierung der Slowenen beigetragen haben. Trotz der Niederlage des Protestantismus und trotzdem, dass slowenisch sprechende protestantische Gemeinschaft verschwunden ist oder fast verschwunden ist, ist das wichtigste Resultat der slowenischen Protestanten überlebt. Das Lesen der protestantischen Übersetzung der Bibel war den katholischen Priestern erlaubt und die katholischen Priester haben sie auch benutzt, was die erhaltenen, sehr abgenutzten Exemplare beweisen. Und sogar in den Nachlassinventaren der Krainer Adligen aus der Mitte des 18. Jahrhunderts kann der Historiker auf die Bibel in krainerischer, damals krainerischer Sprache aufstoßen. Vielen herzlichen Dank. Musik